sein. Aber warum sie an seiner Stelle ihren Ehemann zurückgeholt haben, kann ich einfach nicht nachvollziehen. So, herzlich willkommen zurück. Es geht weiter im mafiösen Chaos, würde ich mal sagen. Heute mal ohne Hintergrundmusik, hoffe ich, denn es werden einige gesehen haben. Bootcamp und Bitches, ja. Hi Otten, auch wieder da. Ist mein erstes Video schön zensiert worden. Rein sprachentechnisch und musiktechnisch. Also alles ohne Ton ist scheiße, deswegen heute ohne Musik. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ich habe echt nichts mehr im Kopf. Letztens 3,5 Stunden hier rumgetan und keinen Plan, was ich eigentlich gemacht habe. Ich weiß nicht mal, wo ich hin muss. So. Jetzt muss ich aber noch mal ganz kurz hier raus tappen. Das ist ja katastrophal. So, jetzt aber hier. Gut. Geht los. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Gehen wir einfach mal da rein. Achso, bin ich wieder hier. Ups. Oh. Oh. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Oh. Das war jetzt nicht meine Absicht. Was muss ich hier machen? Ach da. Nein. Nein. Ach so, okay. Ich verstehe. Nicht. Hoch. Ich gehe einfach mal hoch. Ah. Die Bois grüßen dich. Und ich auch. Ja. Gemeinsam richten wir das Hollow wieder auf. Größer und schöner. Ja. Wir haben noch viel zu tun. Aber wir können erst richtig loslegen, wenn es so weit ist. Also bring ihn unter die Erde. Ach ja, da war ja was. Da war ja was. Na, dann gucken wir doch mal. Sammy's Bar. Ah, nee. War da nicht? Schade, Vierfinger Charlie Herring. Aha. Medizinschrank. Okay, ich fahre jetzt mal ganz kurz hier ein bisschen. Ziele, ja, gut. Und sie hören? Wie sie hören, hören sie nichts, ne? Also heute ohne Musik. Obwohl, die war so gut, die Musik. Die war so gut. Oh, Entschuldigung. Ich fahre noch nicht so lange. Entschuldigen Sie. Was ich gerade ganz angenehm finde, dass keiner irgendwie hier im Spiel gerade redet. Das war letztens schon echt sehr viel das Reden. Oh, das tut mir jetzt aber wirklich leid. Oh Gott.
Ach Gottchen. Nicht meine Absicht. Also eigentlich ja schon. So, erstmal hier meinen dicken Geldbeutel ausleeren. Oh, der nimmt sich da ja richtig Zeit, um das zu öffnen. Okay. Mhm. So. Die Sprachen sind angestellt. Es ist nur die Musiklautstärke ausgemacht. Aber ich sage ja, da spricht gerade keiner mit mir, was ich auch gut finde. Lieber Otten. Immer diese Raser. Bin gespannt, was mich erwartet. Nichts Gutes, denke ich. Tut mir leid. Ja, ja, das glaube ich dir. Aufs Wort. Hab Richie gesagt, er soll Charlie das Heroin nicht anvertrauen. Aber er hat darauf bestanden. Wäre ja Charlies Vater schuldig oder so ein Scheiß. Charlie ist nicht halb so viel wert wie sein Vater. Ich denke, das geht gleich wieder sowas von in die Hose. Klar geht das in die Hose. Das war so klar. Mann, war das klar. Ach, da geht's nicht weiter. Bleibt hinter mir, Leute. Nein, nein. Wo ist er denn? Jetzt kann ich dich endlich verdreschen. Verdreschen willst du mich? Ich tanze mein neues Arschloch. Oh, Scheiße. Ich bin verletzt. Ich bin weg. Oh mein Gott. Geht das schwer los. Oh je. Schlägt euren Arsch hier runter. Los. Ist da einer? Verstärkung ist angekommen? Nein. Das ist aber schlecht. Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Das wird jetzt schon nichts mehr. Verdammte Scheiße, tut das weh. Oh Mann. Okay, ich glaube, ich brauche erstmal Waffen oder sowas. Ist der Stand dir was? Ja. Scheiße, Mann. Wie mache ich das am blödsten? Muss ich da wieder Stealthy reinklettern oder was? Tut mir so leid. Jetzt mal ganz hart überlegen. Was ist denn das hier? Ah, Mann. So. Stealthy, Stealthy, Stealthy.
Das war jetzt natürlich sehr stealthy. Feindliche Zone. Sonne. Okay, wie komme ich jetzt am blödsten hin, ohne bemerkt zu werden? Okay, das ist schlecht. Oh Mann! Meine Ohren spielen mir einen Streich. Was? Kickback? In einer Unter... Was? Zum ersten Mal ein Kickback für dich. Für... Gleich neben dem... Okay. Keine Ahnung, was es ist. Du hältst deinen Anteil... Ich bin so faul zu lesen. Echt, der viel zu faul. Da brauchst du bestimmt den Kickback. Okay. So. Na klar muss ich da wieder rein. Ach komm ey. Kann ich da hoch? Kann ich natürlich nicht hoch, oder? Was? Okay, wunderbar. Kackbegegnung. Ja, ich habe da auch irgendwas anderes erst gelesen, aber das wollte ich jetzt nicht so direkt sagen. Oh oh. Gott verdammt, wir müssen diesen Arsch finden! Das gefällt mir gar nicht hier. Was das war. Oh oh. Und schon bin ich aufgeflogen. Oh Mann! Nein! Dummer Scheißaffe, ey. Ich habe keine Munition mehr. Das ist aber sehr toll. Und da nur 3 Schuss. Da noch ein bisschen was.
bin hier. Sag, was losgehen soll. Ah. Wow. Na. Ich hab einen. Oh Gott. Da. Oh Mann, ey. Fuck you, echt, ey. Scheiße, Mann. Nein, das wollte ich nicht. Ich brauche hier so. Kommt da jetzt einer oder nicht? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Mein Gott, ey. Kann den ganzen Scheiß wieder machen. Sehe ich auch so, dass ihr nicht alleine seid? Da laufen wir viel zu viele rum von denen. Sehr schwierig, sehr schwierig. Natürlich kommt da keiner. Wie machen wir das jetzt hier? Oh Mann, das geht ja schon wieder in die Hose. Wen haben wir denn da? Ah, fickt euch doch echt, hä? Meine Güte. Wie mache ich das am blödsten? Hat keine Munition, kein nichts. Affenstall da. Kacke, ey. So. Dann nochmal. Guck mal da hinten irgendwie. Nein.
Achso, so war das. Scheiße, echt, ey. Runter, er ist bewaffnet, runter! Er hat eine Waffe! Eine Waffe! Was zum Henker? So, also nochmal. Gut. Na, ein bisschen Geld. Kann nicht schaden. Natürlich ist der zu weit weg. Oh. Ein anderer Weg. Ich habe ja schon zwei verschiedene mögliche Wege versucht, aber... Wo ist denn da jetzt der andere? Der ist da hinten. Na komm hier, so. Der nächste. Oh nein. Oh, diese Spannung. Irgendwann zeigst du dich. Ja, irgendwann zeige ich mich. Da hast du recht. Das habe ich gerade getan. Was ist das? Ah, das ist doch genauso bescheuert. Die Waffe. Naja, wenigstens ein paar Schuss mehr. So. Oh, was ist das? Na, das gefällt mir aber besser da. Okay. Hä?
Ah, das ist. Ah, da ist ja schon der. Vielleicht hätte ich ihn jetzt nicht umbringen sollen, aber. Habt ihr euch schon auf einen Namen geeinigt? Ich dachte an Thomas Lee, nach meinem Vater. Ja, das hat was. Wenn die Scheiße, dass wir dauernd angegriffen werden, nicht aufhört, wird mein Sohn am Ende irgendwie anders genannt. Heiliger Jesus! Arbeite für mich und du lebst vielleicht lange genug, um deine Kinder großzuziehen. Okay, klare Sache. Was immer ihr wollt. Das ist gut, Charlie. Wirklich gut. Gut. Heroingeschäft gesichert. Na, warum nicht gleich so? Mein Gott. Was? Einkommensplus. Sehr schön. Aha, aha. Was? Was? Verbesserungsverlauf. Mhm. Schick deine Jungs zur First Baptist Church. Wir haben uns die Redneck-Wichser vorgenommen. Ich schicke sofort ein paar Männer rüber. Und danke. Sehr gut. So mag ich das, so mag ich das. Ach so. Gut, gut. Ging aber schnell. Nennen Sie Ihren Namen bitte, fürs Protokoll. Donovan, John. Mr. Donovan, Sie wissen, JD. JD, Alter. Komitee auf ihre verfassungsmäßigen Rechte hinsichtlich Rechtsberatung und Selbstbeschuldigung verzichten. Sicher. Und sie bestätigen weiterhin, dass sie mit ihrem Erscheinen vor diesem Komitee damit einverstanden sind, dass absolut alle Informationen bezüglich der Ereignisse in New Bordeaux im Sommer und Herbst 1968 öffentlich werden. Sonst würde ich hier nicht sitzen. Sie waren Agent bei der Central Intelligence Agency. Von 1953 bis 69, ist das korrekt? Das ist richtig. Sieht so aus. Wann kamen Sie nach Vietnam? Das war im August 61. Bitte erzählen Sie vor diesem Ausschuss, was Sie damals alles so getrieben haben in Vietnam. Also zuerst war ich ein paar Monate in Saigon. Danach versetzte man mich auf eine Basis der Special Activities Division in Laos. Wir bewaffneten und trainierten die Hmong und ließen sie dann auf die NVA los. Die hat Waffen über den Ho Chi Minh-Pfad geschmuggelt. Und Sie arbeiteten mit Lincoln Clay an dem, was später das Phoenix-Programm hieß? Lincoln leitete etwa ein Jahr eine eigene Aufklärungseinheit. Wir haben in Vietnam feindliche Stellungen aufgespürt und den Gegner entweder ausgeschaltet oder gefangen genommen und verhört. Wenn ich daran zurückdenke... Oh mein Gott... Sie ahnen ja nicht, was wir mit den Wichsern alles angestellt haben. Aha. Sehr gut, sehr gut. Dann... Wir kriegen den Laden hier sauber. Danke. Rede mit Cassandra. Oder? Ja. Gut. Machen wir das. ja. Eine Lamumba. Lamumba wäre doch auch mal was.
So. Och, bin ja schon wieder da. Ups, also das mit dem Parken, ich glaube, das muss ich noch üben. So, wo geht's jetzt hier hoch? Achso, muss ich gar nicht. Ha, ist ja noch besser. Aha, was macht sie denn da für Doktorspielchen? Der Mann hier heißt Jesse. Wir hatten gerade eine kleine Konversation über Richie Doucette. Hören Sie, ich habe nichts getan, okay? Ich weiß rein gar nichts. Ich bin nur die Straße runter, ich war spazieren und sie hat mich geschnappt, das ist alles. Du gehörst zur Dixie Mafia. Nein. Ja, ich meine, scheiße, ich hab's nur wegen dem Geld getan, verstehen Sie? Das ist nichts Persönliches, wisst ihr? Ich bin ja nicht mal bewaffnet. Wo ist Doucette? Er ist in dem verlassenen Vergnügungspark westlich von hier. Baron Saturdays, was zur Hölle will er da? Naja, das ist... Ja, danke, dass du mich hostest. Das finde ich sehr gut. Es kommen ja noch ein, zwei Leute mehr dazu. Richie hat sich den Rest vom Heroin gekrallt und ist abgehauen. Eins mit Sternchen hatte ich da in der Fahrschule bei GTA. Das muss hier noch besser werden. Scheiße, ich weiß nicht. Alle nehme ich an. Gib mir das Messer. Nein, bitte, nein. Ich habe doch nichts getan. Bitte, ich flehe euch an. Meine Mama, meine arme Mama. Los, hau ab hier. Er könnte Doucette warnen. Der Junge ist völlig ungefährlich. Der rennt jetzt nach Hause zu Mama. Dein Wort in Gottes Ohr. Das wird sonst verdammt teuer. Ja, so teuer wird es auch nicht. Tu nicht so. Verdienst doch genug. Muss man sich auch mal was leisten können hier. Ne? Du hast den Herr Rühle übernommen und damit Richie Duchamp und die Dixie Mafia aus ihrem Loch gelockt. Sehr schön. So kommst du an Marcano ran. Enttarne und übernimm seine illegalen Geschäfte, dann stell dich seinen Leutnants und Kapos. Ach komm. Nachdem du ihm all seine Geschäfte abgenommen hast, kannst du dich um Marcano selbst kümmern. Jetzt geh und erledige Richie Doucette. Keine Ahnung. Und schnapp dir das Hollow. Machen wir doch. Das machen wir doch liebend gern. Wo ist mein Auto? Das gibt es doch nicht. Ich will irgendwann mein Auto geklaut hier. Dann nehmen wir das hier. Wir wollen das hier. Kurze Gedenksekunde. Und weiter geht's. Also fahren geht. Parken ist noch nicht so meins. Aber fahren geht einigermaßen. Oh, wo muss ich denn jetzt wieder hin? Okay. Freizeitpark. Yeah, Freizeitpark. Und wie komme ich da jetzt rüber? Ich muss jetzt aber nicht schwimmen, oder? Ich will nicht schwimmen, ist viel zu kalt. Habt ihr mal geguckt, wie kalt es ist? Ah ne, ist nicht so tief. Ha, ist für Nichtschwimmer. Super. So ein Nichtschwimmerbecken ist schon was Tolles. Komme ich jetzt hier hoch? Na, oh Mann. Geh halt da hoch jetzt. Ich soll den Koala klauen? Meinst du, dass es hier einen Koala gibt? Ich habe da keinen Koala gesehen. Aber ich werde mal die Augen offen halten. Oh Gott. Das fand ich jetzt nicht nett.
Finde Richie. Ich habe ein mieses Gefühl dabei, Mann. Richie muss endlich mal mit Georgie ins Reine kommen. Er hat auch keine andere Wahl. Sonst sind wir alle gefickt. Wie deine Mutter nach dem Abschlussball. Sicher, Mann. Sicher. Komm, wir gehen lieber weiter, Streife, bevor Bobby wieder rumheult. Alles klar. Pass auf deinen Arsch auf, da unten. Okay. Hä? Wer von euch kommt jetzt da? Ich hoffe nicht beide. Heiliges Kanonenrohr, ich rette lieber meinen Arsch. Oh Mann. Kann man hier... Ah. Gott, ist das Scharfschützengewehr scheiße. Das ist ja geil. Okay, es gefällt mir doch. Wo ist er denn? Oh, der war gut. Ich glaube, der war gut. Ja, wo bist du denn? Wo versteckt er sich denn? Alle Mann in Deckung! Ach, da. Also mit Headshot ist das hier nichts. Oh Mann. Braucht das lang zum Nachladen. So, Headshot Nummer 1. Wo haben wir denn hier noch ein paar Leute? Ich will jetzt hier aber nicht runtergehen. Was? Kalt? Das ist ein Palmen. Ja, das mit 30, 70, das kalt, könnte schon hinhauen. Aber hier ist ja kalt, ne? Nicht, ich rede ja von hier. Ja, das Bild ist gut. Danke für das Bild. Das ist echt sehr toll. Schade, dass auch die anderen nicht sehen können. Oh Mann, der wackelt. Ah, das geht. Okay, das ist... Wow, du Arschloch. Wo bist du? Nein. Oh Mann, bin ich jetzt echt gestorben? Mann! Scheiße! Gut, dann machen wir das nochmal. Ich habe ein mieses Gefühl dabei, Mann. Richie muss endlich mal mit Georgie ins Reine kommen. Er hat doch keine andere Wahl. Sonst sind wir alle gefickt wie deine Mutter nach dem Abschlussball. Das Arschloch gehört mir. Irgendwo, ich weiß es. Okay. Ich habe keinen Nerv für deinen Schwachsinn. Und der nächste. Dieses Mal wenigstens sehr stealthy das Ganze. Ist das jetzt ein Scharfschützengewehr? Nein, es ist natürlich nicht. Was? Schützung? Shift, ja, genau. Auf dem Controller Shift. Auf dem Controller ist es LB. Glaube ich. Nein. Schmarrn. Linker Stick. So. Meine Güte. Vielleicht ist
Okay, also eigentlich wieder total beschissen angefangen. Aber... Ich sehe irgendwie keinen mehr. Das macht mich gerade nicht so sicher. Oder das macht es gerade nicht besser und sicherer. Ach, da ist noch einer. Wo bist du? Okay. Wo ist denn jetzt hier noch einer? Wenn da steht Kampf. Ah, da. Gut, dann ist da hinten noch. Da war doch gerade einer. Ah, nee. Alter. Das Krokodil ist ja mal geil. Mit dem Benjo. Ist das Hammer. Das will ich mit nach Hause nehmen. Darf ich das? Geht das? Als Beute? Ja, wo bist du denn? Quasselstrippe. Ich sehe dich nicht. Ach, da ist er. Okay. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber es spricht keiner mehr. Das heißt jetzt für mich, ich werde da mal runtergehen. Einfach mal so. Was haben wir da? Mhm. Ich glaube, wir nehmen die hier. Oh. Puh. Kampf? Wo ist denn da noch einer? 2, 8, 10? Klar lässt sich das mit den Schnecken arrangieren. Die sind anpassungsfähig. Also, da mache ich mir gar keine Sorgen. Aber ein Krokodil mit Benjo, Alter, das ist ja... Das ist... Na? Wer kann schon sagen, hat sowas zu Hause stehen? Ah, da ist wieder einer. Wo bist du denn? Dann hole ich dich. Gerne. Glaub mir, ich werde dich auch noch los. Langsam groove ich mich ein. Keine Zeugen. Das ist sehr gut. Das heißt, es ist jetzt hier eigentlich keiner mehr da. Und jetzt sollte doch dieser... Oh Mann, jetzt muss ich auch noch... Oh, ich hasse ja Clowns ohne Ende, ne? Aber klar muss ich da durch.
Halt dein Maul, echt, ey. Da stellst du mir schon wieder alle Haare auf. Boah, ich dreh dir gleich den Saft ab, ey. Und natürlich muss ich da weiter. Oh Mann. Scheiße, Mann. Ich wollte mit diesem ganzen Mist nichts zu tun haben. Etwas spät, um es dir anders zu überlegen. Also raus da mit dir, du Feigling. Sonst erschieße ich dich selbst. Viel Spaß. Eine schöne Fahrt. Eine tolle Fahrt erwartet euch. Du bist hier irgendwo. Ich weiß. Das weiß ich auch, dass ich hier irgendwo bin. Oh Mann, echt jetzt? Kann man nicht durch den Zaun schießen? Echt jetzt? Oh Mann, treffen tue ich auch nicht. Mal nachladen hier. Da ist was. Noch ein getötet. Scheiße. Ach, der ist hinterm Zaun wieder. Klar. Folge den Jungs auf ihrem Weg. Bring es zu Ende, du Stück Scheiße. Ja, wo bist du denn? Oh Mann. So. Wieder mal so ein paar Affen weniger. Du bist doch eh schon hin. Was zuckst du denn dann eigentlich noch? Gib doch einfach Ruhe. Oh. So, gib Ruhe jetzt. Ich glaube, ich bin gleich so am Arsch. Entschuldige meine Ausdrucksweise. Ja. Ja, 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 ja. Komm raus, dann lassen wir es kurz. Scheiße, begrab diesen Bastard. Ja, machen wir es kurz. Finde ich auch gut. Wo ist er denn? Ach Gott. Oh, das ist auch scheiße. Die ist eigentlich total geil, die Waffe. Gut. Der nächste bitte. Ich will da nicht vor jetzt. Das ist scheiße.
Wo seid ihr denn eigentlich alle? Bin gerade total blind. Achso. Wow. Leutchens, Leutchens. Achso, da ist noch einer. Der muss jetzt passen. Achso, ich habe wieder ein bisschen Munition. Ach, das ist aber toll. Kampf. Jeff, der hat schon wieder einen fahren lassen. Da ist einer. Ich würde euch gerne mal finden, dass es mal schneller geht, aber... Ach da. Da haut er ihn aus dem Stadion. Ich schmeiß mich weg. Ja, wo seid ihr denn? Ihr würdet mir das alles echt erleichtern. Zeigt euch doch. Ach, da ist der nächste. Keine Zeugen. Das hört sich gut an. Was will ich denn mit dem Flusskrebs? Oh, Riesenrad, Riesenrad. So, jetzt habe ich aber wirklich noch drei Sch... Was? Georgie, sich mein Kuh in den Arsch gesteckt. Ja, ja, genau. Hat das mein Becherchen getrunken? Gibt's hier denn irgendwie ein bisschen Munition für diese Waffe? Ich glaube, ich muss umsteigen. Oh, das ist auch doof. 27 Schuss, wie soll das funktionieren? Oh Mann, jetzt muss ich da auch noch rein. Nee, jetzt, echt jetzt. Verfolge Richie. Wo muss ich denn hier lang? Alter, ich hasse Geisterbahnen. Habe ich das schon mal gesagt? Nein. Dann aber jetzt. Und ich hasse diese Waffe. So. Erledige, Richie.
brennen, die Köpfe. Oh Mann! Nein, nicht jetzt so zum Schluss, Alter, nein! Mit dieser anderen Waffe wäre es nicht passiert, Mann. Scheiße, echt. Ist doch kacke, ey. Und natürlich, oh Mann. Dann machen wir das halt wieder stealthy. Ich kann nichts hören. Ach Gott. Ich will das nicht. Das ist doch scheiße. Warum stirbst du nicht? Okay, aber jetzt. Endlich. Scheiße da. Zehnmal mit der Schrotflinte angeschossen. Geht's noch? Du musst einen Knall haben. Denkst du, du spazierst hier rein, klaust meine Hände? Der kann immer noch stehen. Und reden. Ich bin nicht hier wegen deinem Heroin, Richie. Ich bin hier wegen dem, was du mit Sammy und Alice gemacht hast. Ich hatte nichts zu tun damit. Ich hab gesehen, wie du Alice das Messer in den Bauch gerammt hast. Damals konnte ich nichts tun, aber jetzt sieht das anders aus. Scheiße, verdammt. Das war doch nicht meine Idee, hörst du? Georgie steckt dahinter, Georgie und sein alter Herr. Die beiden waren es, die euch killen wollten, nicht ich. Ups, Entschuldigung, das tut was mir jetzt aber wirklich leid. Sollen? Nein sagen? Entweder darfst du das sicher gehen, dass Georgie hat's gemacht. Nein, nein, nicht, nicht, bitte, hör zu, es ist
doch braucht, dass man einen Mann noch ein letztes Gebet sprechen lässt, oder? Du kannst beten auf dem Weg nach oben. Das ist gut. Die letzte Runde Riesenrad. Das ist immer was Besonderes. Als ich an diesem Riesenrad hängen sah, war ich wirklich fassungslos. So etwas hat es nie zuvor gegeben. Mafiosi haben sich ja schon immer gegenseitig umgebracht, aber man hing's nicht an die große Glocke. Irgendein Verbrecher isst Spaghetti bei seinem Lieblingsitaliener und kriegt eine Kugel verpasst. Aber das war was anderes. Ich wusste gleich, noch bevor ich die geringste Ahnung hatte, wer es war, dass Ritchie zur Schau gestellt werden sollte. Lincoln war durch die CIA in psychologischer Kriegsführung geschult worden. Er wollte die Mafia einschüchtern, wollte ihnen zeigen, dass er jeden einzelnen von ihnen töten würde und dass keiner von ihnen es schaffen würde, ihn aufzuhalten. So. Wie sieht das denn jetzt aus? Rede mit Cassandra. Fahren wir also wieder zu ihr. Zu ihr oder Timmy? Wo muss ich denn hin? Keine Ahnung. Ah, ja, hier. Bötchen fahren. Komm, Bötchen fahren. Yay. Achso. Ja, nein. Ich will hier irgendwo aussteigen. Da zum Beispiel. Das sieht doch gut aus. Oh, da war es tiefer. Kann ich jetzt hier nicht raus? Alter. So. Ich bin ja heute ein bisschen sportlich. Natada, natada, natada. Wo muss ich hin? Darf ich jetzt wieder hochlaufen, oder? Na dann. Du Seth ist tot. Das Harlow gehört dir. Es heißt, du hast ihn am alten Riesenrad aufgehängt. Yep, hab ich. Er hat Alice getötet. Hat das ganze Viertel in die Scheiße geritten. Du Seth hat gekriegt, was er verdient. Der Gerechte wird sich freuen, wenn er solche Rache sieht. Und wird seine Füße baden im Blut des Gottlosen. Aha. Aber du weißt, das gilt für beide Seiten. Haben wir das nicht langsam hinter uns? Meine Leute haben ein Problem damit, dass sie jetzt demjenigen unterstellt sein sollen, der Bakker umgebracht hat. Und die Hälfte unserer Männer. Wir sollten mal lieber darüber hinwegkommen. Ich kann nicht jeden Einzelnen auf den Schoß nehmen. Natürlich nicht. Aber wir könnten ein Zeichen setzen. Und wenn du meinem Freund Emmanuel helfen würdest, würde das bestimmt dazu beitragen, ihre Nerven zu beruhigen. Um was geht's? Hauptsache schon das Saufen hier. Um meine Grasdeals, die ich drüben am Bootshaus abwickle. Hilf ihm. Und ich sorge dafür, dass für dich auch was abfällt. Aha. Damit wir uns verstehen, ich will an allem beteiligt werden, nicht nur an einem bisschen Gras. Das wird nicht billig, Marcano loszuwerden. Keine Sorge. Ich kümmere mich drum, du kriegst dein Geld schon. Da bin ich ganz, ganz knickerig hier. Mein Geld will ich. Jeden einzelnen Cent. Nochmal
mal. Was? Du weißt es. Mach ich. Habe ich ihr zugewiesen. Okay. Rede mit Emanuel. Okay. Dann rede ich halt mit dem. Bock habe ich ja keinen drauf, aber... Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Du brauchst jetzt da nicht über die Straße gehen. Ups. Ich dachte, ich soll mit Emanuel reden. Rede ich halt mit dem anderen. Komm schon. Probleme? Die Scheißkiste macht immer wieder Bandsalat. Wenn du willst, können wir uns die neuen Informationen ansehen. Wäre mir recht. Dann zeig mal, was du rausgefunden hast. Hier, bitte. Zwei der größten Drecksäcke weit und breit. Was? Ja, Point Verdun's Lieblingssohn Thomas Burke. Wie geht's ihm seit Dannys Tod? Vor 9 Wochen torkelt Burke in den Feinkostladen von Roman Barbieri alias der Schlachter. Ist total blau, fuchtelt wild mit seiner Knarre rum, schießt 10 Mal auf ihn. Aber was ist das Einzige, das er trifft? So einen verdammten Schinken, der zufällig im Schaufenster hängt. Die Jungs vom Schlachter haben ihn windelweich geprügelt und in eine Tonne gesteckt. Barbieri hat Point Verdun jetzt übernommen, richtig? Hat Burkes Bein mit dem Wagenheber zermatscht. Darum wollte Burke auch bei dem Raubüberfall mitmachen. Er dachte, dann ist er quitt mit Cerl und kriegt Point Verdun wieder zurück. Aha. Ich fand schon immer, dass er ein Arschloch ist. Ist er auch. Genau wie alle anderen Iren. Aber er hasst Marcano so sehr wie du. Alles klar. Vielleicht kann ich Burke zu einer Chance verhelfen, sich für Dannys Tod zu rächen. Was für eine Hackfresse. Meistens hängt er in so einem Bumslokal rum in Point Verdun. Es heißt Duffy's. Dürfte leicht zu finden sein. Ich hoffe, dass der Knabe die Mühe wert ist. Mr. Vito Scaletta höchstpersönlich. Du willst mich doch verarschen. Die letzten Monate waren richtig heftig für den alten Vito. Cerl hat ihn immer gehasst, weil er ihn für einen Maulwurf von der Kommission gehalten hat. Aber Vito ist ja unantastbar. Nach dem Überfall hat er einfach Vitos Anteil zurückgehalten. Das hat ihn unter Druck gesetzt. Er wollte verhindern, dass Vito seine Schulden bezahlen kann. Und wenn Scaletta nicht zahlen kann, erlaubt die Kommission Marcano ihn umzulegen. Vito ist nur noch aus einem Grund am Leben, und zwar, weil er wohl ein paar geheime Nebeneinkünfte hat. Mit diesem Geld konnte er Cerl bezahlen. Aha, muss aha. Scaletta lassen. Er ist nicht klein zu kriegen. Er hält länger durch, als ich dachte, aber seine Zeit läuft langsam ab. Vor ein paar Wochen hat Cerl seinen Neffen geschickt. Der Junge heißt Michael Greco und soll Vito in River Row helfen. Greco hält seine Leute an, Vito Steine in den Weg zu legen. Und wenn Vito dann völlig handlungsunfähig ist, macht er ihn fertig. Scaletta wird wissen, was Greco geplant hat. Ich werde ihn besuchen. Vielleicht kann ich diese Greco-Geschichte nutzen, um Scaletta auf meine Seite zu ziehen. Dein Engagement wird ihn sicher freuen. Okay. Einiges wieder an Aufträgen bekommen. Wo... Nee, sowas gibt's hier nicht. Klimaanlage gibt's nicht. Ausverkauft. Ausverkauft. So, jetzt wird's interessant, denn... Ziele. Ach so, Delray Hall. Ah ja, okay, das ist ein Zusatzziel, okay. Wie
Tito hat schon... Okay. Dann gehe ich doch jetzt mal zu Vito. Oder fahr. Zum Gehen bin ich zu faul. Ups. Ein Kilometer. Über ein Kilometer. Ich als tollster Autofahrer. Aber man muss sagen, die Grafik ist echt geil. Und die Sonne blendet ein bisschen, muss ich sagen. Alter, ich sehe keinen Meter. Sticht ja in den Augen hier. Geht doch mal alle aus dem Weg hier. Ja, so. Wie, was finde Vito? Nein, echt jetzt? Natürlich habe ich... Oh, Mann. Irgendwas gehört, wie es da drin so läuft? Na, wie schon? Vito muss seine Niederlage einstecken. Wer besser Greco würde uns den armen Sack killen lassen, dann wär's vorbei. Nee, Greco will zeigen, wie hart er ist und den alten Vito so lange prügeln, hey, dass du? Wir ihn alle respektieren. Ganz weit daneben. Aber hier hinter dem LKW habe ich es eigentlich ganz gut. Verdammte Kacke, tut das weh. Es tut auch gleich noch mehr weh. So, Leute. Was ist denn los hier? Keine Zeugen. Okay. Das Arschloch ist abgehauen. Vielleicht ist jetzt einfach mal Ruhe hier. Ja, wo sind denn die ganzen Leute? Doch, ich lass dich so sterben. Macht grad Spaß. Ist das was? Ja, das ist was. Es hat sich bewegt. Oh, wie ich dieses scheiß Gewehr hasse.
Schieß den Arsch endlich! Solltest du auch haben. Vielleicht findest du ihn ja. Vielleicht ist er hier drüben. Rücke die Schalter aus mir raus. Wenn Greco in der Nähe ist, wird sich niemand richtig sicher. Also bleib da einfach. Okay. Wo wollt ihr dann suchen? Was ist da draußen los? Diese Sacke sind Greco will mich killen, ha? Sagt ihm, er soll Tom und das selbst erledigen. Ich bin wohl gerade rechtzeitig gekommen, was, Vito? Lincoln. Möglich, du bist doch tot. Die Kugel hat mich nicht geschafft. Das Ding wurde abgelenkt. Oh, du hattest Besuch? Wer war denn da? Möchtest du mir das erzählen? Der Schädel ist härter, als man denkt. Komm, wir haben was zu besprechen. Als ich hörte, was passiert war, wollte ich sofort meinen Anteil von Marcano. Ich dachte, wenn er euch aufs Kreuz gelegt hat, bin ich der Nächste. Lass mich raten, da kam nicht viel. Er wollte, dass sich die Wogen erst glätten. Er hatte Angst, dass er regt aufsehen, wenn ich rumrenne und Geld raushaue. Als wäre ich so, ach, ein Amateur, der noch nie ein dickes Ding gedreht hat. Die Kohle, die ich versteckt habe, okay, diese drei Buchstaben sagen echt alles. Die sprechen Bände. Ist das geil. Wegen der Kommission konnte er mich nicht einfach umlegen, also habe ich ihn bis aufs Blut gereizt. Ich wollte ihn so lange provozieren, bis er es doch probiert. Ich habe gehört, sein Neffe sollte sich deiner annehmen. Der Junge heißt Michael Greco. Angeheiratet, nicht blutsverwandt. Der hat sich aber gründlich umgesehen. Ja. Wohl neugierig, was bei mir noch alles läuft. Lass ich ja bestimmt alles im Büro rumliegen. Na, das brauchst du nicht machen. Ach Gott. Hör mal. Danke, dass du mich aus dem Kühlraum geholt hast, aber was tust du hier? Marcano wird dafür büßen, was er getan hat. Der Kerl ist fällig. Er, seine Brüder, seine Lieutenants, alle von ihm. Und dafür brauche ich deine Hilfe. Ja. Er hat mir so ziemlich alles abgeknöpft. Das siehst du ja selbst. Ja, das ist vorübergehend. Ich hole mir River Rove und Greco zurück, dann kommt wieder Geld rein und alles sieht ganz anders aus. Dann sind wir jetzt Partner. Solange du alles machst, was ich sage und mir alles gibst, was ich brauche. Also adieu, Marcano. Hallo, Lincoln Clay. Entweder das oder mehr davon. Und nächstes Mal bin ich vielleicht nicht da, um deinen Arsch aus dem Kühlschrank zu zerren. Hauptsache saufen, weißt? Gerade die Fresse voll bekommen, aber Hauptsache dann gleich saufen. Bring du mir Greco. Und ich bin dabei. Womit macht er sein Geld? Mit der Gewerkschaft der Hafenarbeiter und einem Lagerhaus. Da gibt's eine Menge wertvolles Zeug. Wenn du ihm die zwei nimmst, ist's vorbei mit Greco. Ein paar
paar von meinen Jungs für ein Buch über ihn. Die können dir sicher helfen. Alles klar. Okay, sind wir jetzt Partner abgeschlossen? Das ist ja schon mal eine feine Sache. Was? Die Konsignierung. Deine verfügbaren? Keine Ahnung. Okay. Und wie sie alle auf einmal friedlich sind. Und hier liegen sie noch alle. Das ist gut. Vito sagt, du könntest mir helfen, meine Kohle an einen sicheren Ort zu bringen. Aber sicher, Kumpel. Jeder Freund von Vito ist auch mein Freund. Bin sofort da. In Ordnung. Was wickeln wir heute ab? Warte. Wehe, du verlierst das. Und direkt in die Bank. Geld eingezahlt. Sehr gut. Das ist aber toll. Toll ist das, toll. Wo muss ich denn hin? Was ist das? River Row? Nein. Ich muss mir die Ziele angucken. Ach so, okay. Obwohl... Muss ich das jetzt machen, oder was? Okay. Nimm Bergs Akte. Rede mit Berg. Ja, und wo ist er? Alter, das ist ja... Das ist ja... Ach komm, weißt du was? Da fahren wir hin. Da fahren wir hin. Das ist toll. Ich fahre gern so weit. Ha! Fahrmanöver erster Klasse, würde ich sagen. Okay, jetzt wird's eng. Es wird eng, es wird eng. Okay, geht. Oh, oh. Das war auch eng. Und klar, ja. Wunderbar. Fahrzeug umdrehen. Ah, das geht. Das ist aber, das ist toll. Diese Funktion finde ich nicht schlecht. Oh. Oh, mein Gott. Oh, Mann. Das war so klar. Das ist sehr gut. Das ging jetzt schneller als gedacht. Ich hoffe, das sind 105 Meilen. Oder 110. Ey, da könntest du ja voll von der Brücke runterfallen, ne? Wird keiner merken. Ja, komm, fahr halt. An alle Einheiten. Verfolgung beendet. Suche
abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Mach mal. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Sind wir schon da? Irish Pub. Gut, gehen wir halt in den Irish Pub. Closed. Hintertür ist immer gut. Uiuiui. Burke. Ist ein Weilchen her. Lincoln Clay. Heilige Mutter Gottes. Jetzt habe ich alles gesehen. Denk, du bist tot. Das höre ich öfter. Was willst du? Ich würde dir gern ein Geschäft vorschlagen. Ja, ja. Ich nehme Marcano vor und seine Brüder und jeden, der mit ihnen was zu tun hat. Ja, und? Folgende Idee. Wenn Barbieri weg ist, geht Point Verdun wieder an dich. Und dann klären wir, was mit dem Rest der Stadt passiert. Hau bloß ab. Ich habe schon mal mit euch Pennern zu tun gehabt. Und was hört ich davon? Burke, du kannst dich hängen lassen, aber dein Selbstmitleid wird gar nichts ändern. Jetzt hör mir mal gut zu, du gottverdammtes Arschloch. Dennis Leiche war so verkohlt, dass ich mir der Leichenbeschauer nicht zeigen wollte. Wenn einer diesen verfluchten Marcano killt, dann ich. Na, dann hat er ja nicht viel zu befürchten, solange er sich nicht in irgendwelchen abgewarzten Spelunken herumtreibt. Nimm mich, du Arschloch. Ich hab mehr Eier als ein Typ, wie du jemals haben wird, klar. Der da hat, kreis hier auf hat, was mich dämlich an. Typen wie du verbissen sich doch sofort, wenn's brenzlig wird. War immer schon so. Und erinnert sich nie. Wo ist der Schlüssel? Dein Arsch bleibt genau da, wo er ist. Was glaubst du denn, was du da machst? Du hast so oft dicke Eier gemacht, da wollen wir mal sehen, wer von uns beiden die größeren Klöten hat. Der Nigger oder der Mick? Gut so, vielleicht besteht ja doch noch Hoffnung für dich, du hässlicher Vogel. Sag Bescheid, wenn du Ist ja schon gut. Ich hab's kapiert, du Mongo-Wichser. Halt hier an. Und jetzt raus mit dir aus meinem Auto. Aha. Komm mal bei mir vorbei. Wir haben was zu bereden. Gut. Das Ding nennt sich Gaspedal. Probier's mal. So. Ziele. Halte an und steige aus. Hab ich doch. Hä? Ah, okay. Es dauerte mal ein bisschen. Der Otten. Was ist mit dem... Der Otten? Was hat der Otten? Will mir der Otten sagen, was er hat? Trifft ich mich mit Burke. Wollen wir... Ach, das machen wir doch gleich. Machen wir doch gleich. Komm, nehmen wir gleich die Karre hier. Sie müssen sofort hier runterkommen. Achtung an alle Einheiten. Ein männlicher Schwarzer wird verdächtigt, in Springfield sein Auto gestohlen zu haben. Er bitte sofortiges Eingreifen. Ein männlicher Schwarzer. Hauptsache gleich wieder diskriminieren sein, ne?
Was war? Ach so, das, ja. Jetzt verstehe ich. Ich verstehe. Wo muss ich denn hin? Alter! Hauptsache wieder voll auf dem Schrottplatz fahren. Wir steigen hier einfach mal aus. Und gehen mal zu Burg. Ja, wunderbar. Na, schon zurück. Erzähl mir was von Barbieri. Puh. Barbieri. Er ist ein verdammtes Arschloch. Ja, das hast du schon recht, aber... Streng dich ein bisschen an. Trotzdem. Barbieri vertickt sein Splow. Über die Sweetwater-Distille. Splow? Pantherpässe. Schädelspalter. Fusel, billiger Sprit, Feuerwasser. Lebst du hinterm Mond? Was für ein Scheiß sauft ihr denn da drüben in eurem Ghetto? Jedenfalls keine Pantherpisse. Dann hast du nicht gelebt. Ich hab die Distille aufgebaut. Und dann kommt dieser Spaghettifresser und nimmt mir alles weg. Und zertrümmert mir noch das Knie. Barbieri soll mir dafür büßen. Hörst du? Böse. Was hat er noch außer der Distille? Naja, er hat noch das alte Robert-Do-Schlachthaus. Und glaub mir, da wird nicht nur Rindfleisch verarbeitet. Wenn du da landest, dann war's das. Diesmal mache ich die Drecksarbeit, Burke. Aber sobald Barbieri tot ist, erwarte ich, dass du dich um alles kümmerst. Nein, ich werde noch viel mehr tun als das. Entweder ich reiß die ganze Stadt an mich, oder ich brenne sie nieder. Und ganz ehrlich, ist mir scheißegal, was von beiden ich tue. A nation, komm schon, once again. A nation, once again. An island long, a province be. A nation, once again. Alter. Der ist ja mal Haubitzen zu, hey. Was? Fahrzeuglieferung. Inventory. Schließen. Deinen Wagen aus der Garage bringen zu lassen. Schalte neue Wagen für dich frei, indem du dich um Makanos. Okay. So. Schwarzgebrannter. Okay. Wir gucken, was ist denn das? Die Rotgefahr. Ja, Rede mit Nicky Burke. Haben wir doch schon. Wobei, nee, haben wir nicht. Was machst du denn hier, Nicky? Ich weiß, was du vorhast, und ich konnte nicht zusehen, wie mein Alter dich unvorbereitet losrennen lässt. Scheiße. Dein Alter hat es ja nie so mit Einzelheiten. Er hat mir nicht gesagt, dass die Sweetwater-Brennerei von einem Karl Bervers geleitet wird. Ein harter Hund, ein Arschloch vom Land. Was? Was von Schrott? Vertickt Schwarzgebrannten über die Firma an örtliche Läden. Ja, danke fürs nochmal erwähnen. Oh Mann. Darauf wollen wir jetzt aber nicht weiter eingehen, ne? Einer seiner Männer wird mir schon erzählen, wo sie steckt. Wir haben noch einen Mann, nennt sich Bär. Der hat ein Auge auf die Fleischfabrik. Solltest mal mit ihm reden. Das mache ich. Danke für die Hilfe. Immer gern, Lincoln. Ach Gott. Ich hab Rücken, ey. Ich hab so Rücken. Was soll ich machen? Mit Bier Donnelly, ach ja.
Ich komme schon gar nicht mehr ganz. Ich komme schon gar nicht mehr klar hier mit den ganzen Zielen. Alter. Okay. Ziel auswählen, ja. Ach, da kann ich zu Fuß gehen. Das geht. Komme ich jetzt hier irgendwie wieder raus oder so? Ja, da. Ach Gott. Was hast du denn da jetzt gerade für einen... Wie soll ich denn das ausdrücken? Ein... Emojis Flash. Was ist denn das? Zerstören. Wie zerstören? Das Auto wieder weg. Mein Gott. Ich glaube, ich gehe zu Fuß weiter. Pass doch auf, ich klopf. Du klopfst mir gar nichts. Nein! Ich würde hier gerne rein. Kann ich hier rein? Nein, kann ich natürlich nicht. Oh Leute! Tut mir wirklich leid, mein Spiel hat sich gerade verabschiedet. Das ist jetzt eher blöd. Ich hoffe, ihr habt einen kurzen Moment. Denn so geht das nicht. Was ist das für eine Scheiße, ey, hier? Ach Gott. Weiter. Weiter. Das ist doch jetzt großer Mist gerade, echt. Willkommen in meiner bescheidenen Bude. Ja, halt die Fresse, Birk. So. Das haben wir schon. Oh, das ist jetzt aber hier. Das könnte der Bug sein, von dem alle reden. Dass sobald du mit den Bullen zu tun hast und dieses Schießen anfangen, dass sich das Spiel verabschiedet. Aber geht ja weiter, geht ja weiter. Keiner muss traurig sein, Otten. Das ist einfach der falsche Zeitpunkt, um wegen einer Gehaltserhöhung zu fragen. So schlecht wie der Markt ist, habe ich Glück überhaupt. Wie geht's dir, Chip? Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Sofort.
Empfehlungen und all das Zeug. Mr. Bear, Nikki schickt mich. Eines Tages heirate ich das Mädel. Bear Donnelly. Ich verdanke Nikis Paar alles. Soll sie einer von vielen, ja. Fleischfabrik im Auge behalten. Wer hat da drüben das Sagen? Ein Spinner namens Sonny Blue vermietet den Kredithaien des Schlachters ein Zimmer. Den Schutzgeldleuten auch. Wenn sie da nicht wüten können, gehen sie damit auf die Straße. Ist Sonny vielleicht gerade in der Fabrik? Oh Gott. Scheiße, nein. Sonny kommt nur vorbei, um seine Leute zurechtzubiegen. Aber einer der Jungs, Ralph heißt der, hat wohl Geld unterschlagen. Die prügeln drüben im Schlachthof auf den armen Bastard ein, um rauszufinden, wo er es versteckt hat. Könnte nützlich sein, ihm den Arsch zu retten. Mal sehen, was Sunnys Affen so ausspucken. Pass auf dich auf, Bear. Blues Leute haben Angst vor ihm. Die reden nicht. Mach denen also mehr Angst vor dir. Okay. Okay. Ist das jetzt abgeschlossen oder muss ich da jetzt nochmal reden? Mein Gott. Sunny hat eine Schwäche für Messer. Der Penner liebt es, an Leuten rumzuritzen. Ich kann mir nicht mal vorstellen, was Burke dem Schlachter antut, wenn er ihn in die Finger kriegt. Scheiße, Mann. Du warst auch ein Freund von Danny? Übler Scheiß, was Marcano ihm angetan hat. Wer weiß, was Burke mit mir vorhat, wenn wir Point Verdun von den Spaghettis zurückholen. Ach komm, ich rede jetzt da gar nicht mehr lang rum. So. Ein fahrtaugliches Fahrzeug. Was vielleicht nicht ganz so offensichtlich hier rumsteht, ne? Das war ja klar. Na komm. Okay. Ziele? Da hätte ich jetzt aber nicht Auto fahren müssen. Werf weiter so, du siehst, wo das hinführt. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Jetzt los! Ich hab ein Geheimnis. Scheiße, hab ich ein Glück. Ich mach ihn alle. Irgendso ein Neger greift uns an. Schick die Scheren, Junge. Schaff mir dieses Arschloch vom Hals. Das ist nicht fair. Ich tu keinem was. Ich will was über Sunny Blue und die Fleischfabrik hören. Die ganzen Geschäfte, die dem Boss Schutzgelder zahlen. Ich weiß, wo sie sind. Okay. Ich melde mich. Zu spät, um abzuhauen, Junge. Jetzt hier. Nicht herkommen soll. Das ist ein Haufen Scheiße. Exakt gehört nicht dir. Aufzusuchen. So leicht gebe ich nicht. Nicht herkommen jetzt soll. Brennt es richtig. Ja, verloren. Oh. Genauso wenig. Das ist deine eigene Schuld. Ich gehe in Deckung. Oh Mann. Ich blute.
Okay. Zeige auf die Polizei. Oh Mann! Alle Einheiten, es liegt eine Meldung über einen männlichen Schwarzen vor, der in Irish Point mit einer Schusswaffe hantiert. Entscheidet selbst, ob ihr dem nachgeht. Officer vor Ort hat Verdächtigen gesichtet. Mit äußerster Vorsicht näher. War so klar, fickt euch doch echt, hä? Mann! Oh Gott! Gib mir das auf den Piss, ey. $100 habe ich verloren, super. Das hier. Also ich würde jetzt mal ganz, ganz ehrlich sagen, dass es für mich das heute war. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich sitzen soll. Aber, wir sehen uns sehr bald wieder zur dritten Folge. Was, der Otten hat ein... Oh Gott. Das glaube ich dir, Otten. Dennoch werde ich mich jetzt verabschieden und wünsche noch eine schöne Nacht und hoffe, es wird beim nächsten Mal wieder eingeschalten. Dann würde ich sagen, bis dahin, Adi.